Administratorrechte vergeben. Voraussetzung dafür ist, dass man selbst Rootrechte besitzt. Um einem Benutzer Administratorrechte zu verleihen, muss er der Gruppe Admin hinzugefügt werden. Zu welchen Gruppen ein Benutzer schon gehört, findet man per Groups Leerzeichen Benutzername heraus. Der Benutzer Tim zum Beispiel gehört nicht zur Gruppe Admin, hat keine Rootrechte und kann somit auch kein Verzeichnis im Ordner Media erstellen zum Beispiel. Login mit dem Benutzer Tim. SUDO Leerzeichen at User Leerzeichen Benutzername Tim Leerzeichen Admin fügt den Benutzer Tim zur Gruppe Admin hinzu und bekommt schließlich die Sonderrechte. Mittels SUDO Leerzeichen User Mode Leerzeichen minus klein a, groß G, Leerzeichen, Admin, Leerzeichen, Benutzername Tim, funktioniert das auch. Tim hat jetzt die Rechte und kann zum Beispiel das Verzeichnis New im Ordner Media erstellen. SUDO Leerzeichen DEL User Leerzeichen Benutzername Tim Leerzeichen Admin bewirkt, dass der Benutzer aus der Gruppe Admin wieder entfernt wird. Die Benutzerverwaltung auch mit dem Kommando users-admin aufrufbar. Unter System, Systemverwaltung, Benutzer und Gruppen macht alles noch viel einfacher. Benutzer anklicken, erweiterte Einstellungen, Passwort eingeben, okay, Benutzerrechte und System administrieren, aktivieren. Ciao und viel Glück.